Okidoki. Okidoki. Ja, I'm back in the house hier. Achso, falsches Ding, Entschuldigung. Servus, Grüß, herzlich willkommen bei F1 2022. Back in the house mit dem Thrustmaster T100. Ne, was war denn, was erzähle ich hier? Herzlich willkommen bei dieser Folge F1 22. Zurück mit dem Thrustmaster T300 RS. Sehr geil, ich freue mich, nachdem ich so viele Sachen getestet habe. Entweder back to the roots, ne, also, ne, da. Ja, falls ihr mehr davon sehen wollt, schnell abonnieren, kommentieren, liken, schau bei Twitch oder doppelt Follow, sagt Hallo und so weiter, würde mich freuen. Euch kostet es nichts und klickt mir Marsch und go. Grüß dich. Scheißegal, was ist hier das Gelaber hier? Das ist Müll hier, das ist doch kein Schwein. So, Jens, auf geht's, Action. Das hier schließen. Das hier schließen, das hier schließen. Einfach. Das hier schließen, jetzt will er wieder das hier machen. Muss ein paar Sachen schließen, hier eine Katastrophe hier. Was ist denn das hier wieder? Nee, auch zumachen. Ja, speichern halt. Ich mache halt die ganzen Tabs zu, weil sonst habe ich wieder Chaos hier. On the track. Und ich würde gerne den Puls connecten. Ist im Spiel. Und tut sich der Puls direkt oder muss ich nochmal? Muss nochmal, glaube ich. Na, geht schon, cool. Hat connected. Und das Schöne ist, bei diesem Lenker brauche ich auch das Mikrofon, sonst gibt es ja Nebengeräusche. Wieso sagt ihr mir das jedes Mal? Ich weiß nicht, wenn man es mir einmal sagt. Für Norris, Russell und Sainz. Ja, das ist doch keine schlechte Wahl. Wäre lustig, wenn man das umstellen könnte. Kurz. So. Bist du auch im Discord, Dave, dann? Ich bin schon drin. Also ich bin eh die ganze Zeit drin. Ich bin entmutet. Kimmst du da? Du Penishobel, du Hodenkobel. Also. Boah, ist die Bremse leicht im Vergleich zum Fanatic. Alter. Hallo! Alter, ist die Bremse leicht. Ich muss ja gar nicht drücken. Was geht, alte Vorhaut? Nix, alt. Das ist bestimmt schon cool, bald dass den. Dein Gegner Sex heißt. Also, das ist einfach dein Faker. Gex gegen Sex. Weißt du? Alter, ich drück. Total ist falsch, aber. Ich drück die Bremse und ich drück immer voll durch. Weil es halt keinen Widerstand hat. Das andere gewohnt bin. Das ist ein bisschen anderes. Das
Sex, wie meinst du? Sex TV. Weiß es nicht, ob ich das nicht besser fand mit dem Nichtweg. Also meine Füße nicht so belastet. Was geht? Wir waren in Bayern. Sind wir noch in Bayern? Ich bin auf so ein paar Straßen hinten rausgefahren, ey, das war wild da hinten. Ja, natürlich, das ist komplett volles Outback da. Immer Berg hoch und runter. Ich bin ich nie gefahren. Also ich bin halt immer zu meinem Kumpel in Castle, wenn er Geburtstag hatte, und von da aus immer halt hingefahren worden. Also, weil ich ihn bei ihm direkt gepinnt hab, zu ihm gefahren, aber das war echt wild, ey. Aber vor allem die ganzen Radfahrer um Dach herum, ich hab einen Strahl gekostet. Also viel gesoffen, als er das auf Strahl gekotzt. So. Nee, ich nicht. Warum sehe ich mein MSI nicht? Ist halt beleidigt. Also was sagst du zu meiner Planänderung? Schon wieder. Ja, keine Ahnung, ich muss alle 5 Minuten in den Chat reingucken und nachfragen, was dein Plan ist, weil der Wechsel selbst okay. Naja, erstmal. Im Endeffekt einfach anstatt das Fnatic jetzt zu testen oder zu behalten, behalte ich jetzt erstmal das RS300, bis ich das andere habe. Wobei, jetzt kann ich gar nicht mehr fahren. Weißt du? Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn, ja. Ich habe Fnatic jetzt reingetan irgendwie. Hab da eine halbe Stunde fotografiert, halbe Stunde Text geschrieben. Im Endeffekt sind die Pedals 100 Euro wert und das Ganze. Andere nicht mehr so viel, aber ich hab's einfach alles reingetan. Mit Stan, mit allem. War mir egal. Jetzt bist du dann nur noch Sachen am Reinstellen, wenn du das alles komplett einzeln machst. Hab 4 Sachen drin heute. Gestern nicht eine, 4. Morgen muss ich noch 5 reintun. Ja, ich weiß, ich hab schon gesehen, dein Zeug. Ich hab schon, ich verfolge fleißig. Ja, finde ich gut. Ja, ich bin auf dem Laufen. Einfach alles rein! Gut geschrieben. Bitte? Hast du gut geschrieben, alles. Ja? Ich hätte nichts anderes geschrieben, glaube ich. Also, passt schon, alles gut. Hat sich, glaube ich, gelohnt irgendwie. Ich habe dir auch geschrieben, dass ich das Spiel getestet habe, gestern noch. Und dass du der Corsa. Ja, und fühlt sich gut an. Also, fühlt sich einfach gut an. Ich komme mit der Bremse nicht zurecht, weil ich drücke immer voll durch. Irgendwie. Es ist einfach so perfekt für die Füße, einfach bei mir auch. Ja. Kaum Widerstand. Aber dein Verkauf von gestern ist echt ein bisschen schade. Hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Also hast du gesehen, bloß? Ja. 1-2-1. Hätte ich auch mehr erwartet, ja. Aber es ist auch immer so die Frage, ne? wenn du halt vielleicht einen Tag später reingestellt hättest, wäre es vielleicht 15 Euro mehr gewesen, also das kannst du halt nie sagen. Oder weniger, man weiß es ja nicht. Ja, du musst in der richtigen Zeit den richtigen Leute hinlaufen, das ist halt für sowas echt schwierig. Schade, dass ich die Ding nicht gefunden habe hier. Die Packung für die Schaltung. Aber ich weiß es ja nicht, ich habe das damals gekauft, ich habe es auf den Rearstand hingeschraubt und dann nie wieder gebraucht. Weißt du? Mhm. Ich bin froh, dass ich USB-Kabel auch noch habe. Das Ding. Vom Fnatic jetzt, oder? Meinst du die Verpackung? Ne, vom Thrustmaster. Von der Schaltung. Okay. Ja, okay. Und am einen Bild ist sogar mein Fuß zu sehen. Ich hab gesagt, mir scheißegal. Ja, hab ich gelassen. Schreiben Leute jetzt im Fall, kann man auch irgendwas von dem Fuß kaufen? Kann man noch mehr wieder vom Fuß haben? Wieder vom Fuß? Na klar! Bitte. Kann man auch getragene Socken kaufen? Ja, von mir aus, aber ich kann nicht länger als eine Minute tragen. Minute, aber das wissen die ja nicht. Ja, nee. Machst du jeden Tag so eine Minute eine Woche lang und dann schickst du es denen zu. Ja, bei OnlyGags gibt es ja eh schon seit ein paar Wochen, also ist ja nicht. Da wird mein Lenkrad wirklich finanziert, weißt du, das ist dann das VRS-Lenkrad. Oh. Schon die Base, 125 Newtonmeter. Brauchst du schon mal ein bisschen Dampf, weißt du? Sonst geht da nichts voran. Was glaubst du,
Ob dich der Ding die Hand gebrochen hat oder verletzt hat? Weil er ins Krankenhaus gebracht wurde? Nee, ich hab vorhin gesehen, dass er irgendwas auf Instagram gepostet hat, so einen Daumen hoch, aber ich hab's mir nicht durchgelesen, ehrlich gesagt. Achso. Ich hab noch nie die Formel 1-Fahrer auf Instagram beobachtet. Ich das auch? Ich schon, ich folge fast allen. Oh Gott. Such die. Such die? Selber? Ja, aber hey, weltbesten Fahrer machen so eine Scheiße. Kann ich auch. Ich habe mich gefühlt wie ein Winter Racing, als ich am Anfang jetzt gesehen habe da. Ja, DTM war gestern nicht besser. Das war auch sehr interessant. Oder weltbesten Fahrer dann sowas. Ja, die DTM-Fahrer sind auch nicht der weltbesten GT-Fahrer. Sind gestern von 11, es sind 11 von 27 Autos gestern angekommen. Der Rest ist gecrashed. In Unfällen. Schau nochmal, Twitch. Der TG. 11 von 27? Welche Strecke? Norrisring. Norrisring? Lando? Ja, die bist du doch letztens kurz sogar in AC gefahren. Die Strecke in Nürnberg. Ja, ich weiß, als du mir dann gesagt hast, da, ja. Stadt. Und ich danach gemeint, das reicht ja schon so Stadtkurs bei Formel 1. Ja, gehe ich nächstes Jahr wahrscheinlich wieder hin. Du warst da, oder was? Ja, letztes Jahr im Oktober, da war ja Finale von DTM, was verschoben war wegen Corona. Und 2019 war ich da. Ist halt. Natürlich. Mindeste. Aber teuer. Weil halt starten, ne? Müssen alles aufbauen, geht natürlich wieder in den Zuschauer dann das ganze Geld, was es dafür gekostet hat. Das denke ich mir. Ja, und ich werde vielleicht auch die Patents nicht unbedingt holen müssen von Fnatic. Können die auch nutzen, hast du gesagt. Ja, nur nicht in der F1 dann erstmal. Ja, bis dann. Ja, funktioniert. Also, wir müssen hier starten. Da. Funktioniert. Wieder ein bisschen Einfall wegen der Bremse und ich spüre schon, dass ich schon den ganzen Tag wieder unterwegs war. Ich dachte, ich ruhe mich heute ein bisschen aus und fahre zwischendurch mal, aber ja, nee. Lol, ich habe hier noch Dinge an Traktionskontrolle, ich voll vergessen. Mann. Hoch? Ja, wegen Controller besser. Hätte ich anders fahren können jetzt. LOL. Ich bin nicht voll vorsichtig. Ach, du bist mit Controller gefahren? Na klar. Das ist aber mein neues Main. Ich alle Gelenke da weggeschmissen Controller fahren, dachte ich mir. Ach, wolltest du mich nachmachen? Ja. Nee, einfach mal testen. So wie es ist. Und erst mit dem PlayStation 5 Controller, dann mit dem Xbox X Controller. Xbox gigantisch einfach. Einfach gigantisch Xbox Controller. Ich muss erstmal das umstellen hier. Einstellungen. Fahrhilfe. Aus. Okay. Ja, scheiße, hätte ich ganz anders fahren können. Ich hab die Verpackung da. Nehme ich da schon wieder schützend auf dem Speicher oben sitzen. Bei 50.000 Grad da oben. Ja, so wie ich heute. Gestorben einfach. Einfach gestorben. Das ist echt nicht geil. Das ist brutal also. Scheiße, Mann. Ja. Mach mal. Mach Multi oder was? Gehen wir irgendwo rein? Bist schon drin eigentlich im Spiel? Oder wo bist du? Ich cruise gerade ein bisschen Karriere rum. Ja, 5 von 5 Runden. Da ist, bin ich in der Lobby drin hier. Was der warte? Ich kann ja warten hier. Ist aber immer so nervig, man mit dem Warten, gell? Ja. Manchmal geht's relativ schnell, ne? Aber manchmal dauert's auch ewig. Es geht eigentlich nie schnell. Weil die ganze Zeit muss immer gewartet werden. Die 3 Minuten nach dem Rennen. Dann gehst du raus, dann ist Black Screen. Da dauert es auch nochmal gefühlt 10 Minuten, weil bis alle irgendwie den Haken da haben. Dann kommst du in den Lobby zurück. Dann immer, wenn jemand joint, fängt die Zeit neu an. Das ist immer 30 Sekunden. Dann lädst du rein, dann muss wieder der Haken sein. Dann hast du Qualifying, dann muss auch wieder das alles passen. Es geht jetzt die Zeit auch rückwärts. Und dann musst du wieder raus, um ins Rennen rein zu können. Also... Ja, eigentlich lohnt sich diese 5 Runden Rennen nicht. Eigentlich musst du diese 25% Online-Lobbys fahren, weil der Rest lohnt sich eigentlich fast gar nicht.
Ja, die gibt's aber. Es gibt aber selten generell irgendwas und in die kommst du ja nicht rein. Weil die sind ja nicht gerade bei Runde 1 oder so, oder? Du kannst die nicht mehr rein dann. Aua. Ja, aber gibt ja auch diese, man ja immer dieses Anfänger-Ding. Ja. Anfänger vor allem. Da gibt es noch eins weiter. Das sind halt die bisschen krasseren Rennen, wo halt auch die 25%iger sind. Ach so, ist das echt so? Ja, die sind da 25% und One-Shot-Quali oder sowas. Ach Irgendwie so, so. ja, One-Shot-Quali ist ja hier auch. Wobei, ja, das, dann kann sein, dass es dann kurzes Quali ist. Und 25%. Sollen wir das machen? Also wenn man da irgendwas findet, keine Ahnung. Schau mal. Ich habe mich da nie getraut, was anderes zu drücken. Freundschaftsspiel und dann erfahrene Spieler. Ja, ach, deswegen habe ich nie gedrückt. Wie erfahren, ne? Ja, never. 16 von 16 Runden. Okay. Imola. Oh, nee, jetzt ist es weg. Oh, nee. Boah, aber ich merke, meine Füße tun mir, ultra weh. Oh, krass, 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 krass. Oh. Uiuiui. Uiuiui, das ist echt wild. Das ist das echt wild. Aber ich lasse es erstmal so. Also, so lasse ich es jetzt, verkaufe erstmal alles und schau, was passiert. Und schau, was passiert. Ja, genau. Solange du noch einen Lenkrad hast. Ja, und solange ich einen Lenkrad habe, mit dem ich umgehen kann. Ja, genau. Ich dachte mir halt, falls irgendwas ist, dann habe ich gar keins. Wer weiß, wenn ich, vielleicht kann ich auch nichts holen oder so, ne? Kann ja auch sein, je nachdem, ob ich jetzt zahlen muss noch oder nicht. Ja. Deswegen, ich habe das Open Wheeler reingestellt. Aber. Weiß nicht, ob ich es machen hätte sollen, aber ich habe es rein drin. Es ist schon auf 20,50. Na. Ja, nee, ist ganz gut, wenn man ein bisschen was wegkommt, so oder so. Zur Not kann ich, Nice. wenn ich das nicht, wenn ich das nicht tausche, kann ich es immer noch holen, aber ich würde es ja eh nicht. Weiß ich nicht. Mal kicken. Kommst du dann bald? Nein, meine Session, sagst du? Die Lobby startet? Oder bist du noch am Karriere denn? Ich bin gerade noch in Trainingrunde gefahren. Oh, warte mal, wie geht denn das jetzt hier? Miss Safe Aber es Exit. geht halt noch nicht. Also gleich in der Minute oder so. Loading. Ah, da muss ich hier wieder nachschauen. Oh Gott, oh Gott. Ja. Es gab immer noch kein Patch bei dem Spiel. Gar keinen, oder wie? Niemals? Nö. Niemals Die denken jemals? sich so. Die denken sich so early. Ach was. Wie unable to. File Verify, was willst du schon wieder von mir? Ja, die sehen ja Vergeben. einfach die Verkaufszahlen und die Spielerzahlen. Wenn es passt, dann passt, oder? Wieso brauchst du Patch dann? Oh, ich muss Game wieder restarten. Ja, die denken sich so, ja komm. Warum sollte man da noch irgendwas nachpatchen? Falls ich schon Ja. mit Dave einen Controller fahren muss. Jetzt können wir erst joinen. 16, 19 Leute. 20, wir gehen denn immer um 20 nur oder was? Und jetzt. Ach so, es sind schon 20. Fuck, müssen wir mal raus dann. Was passiert jetzt hier gerade beim Spiel? Hallo? Scheiße, jetzt noch warten müssen, man. Du kannst halt so gar nicht gejoint. Kannst du gar nicht joinen können. Ach so, das daran lag's. Jetzt kannst du. Wahrscheinlich, Es dass sind ich 19, es spiele. sind 19 Leute. Komm, eine. Komm, schnell, 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 schnell. Jetzt das Spiel zu. Nein, jetzt ist wieder voll. Aber es, ja, wer Nein! Ja. startet noch nicht? Es gehen bestimmt noch welche raus. Ja, Schnell, geht jemand raus? Ich gehe das Game dann. muss erst starten. Startet, es startet. Ah, ich gehe dann bei 5 Sekunden raus, wenn es nicht. Wenn es nicht klappt. Oh ja, Jetzt komm, wieder Game, frei, jetzt komm, wieder frei, komm. jetzt wieder frei. Komm, 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 ein Spot, ein Spot. Komm! Ja, Was? warte, ich drück, ich drück. Was ist mit dir? Schnell, 10 Sekunden, sonst gehe ich raus. Das lädt dann 5, 8, 7, Joining Session. 20 von Boom. 2, wieder 20. Bist du das? Da, ich bin da. Ja. Boom. Sure? Na mal bereit, okay. Gott, was sind hier noch freien Autos? Bist du sicher Okay, drin? ich habe irgendein Auto bekommen. Ich habe irgendein Auto bekommen. Ach so, ich habe gar nicht, ich denke, Okay. ich vergesse das immer. Jawohl! Okay, aus Australien kenne ich wenigstens. Ach, okay, ja, habe ich auch schon mal gesehen, gestern. Wochenende aufteilen. Kannst du an so einer Stelle Rückblick verschaffen. Huh.
Ich lasse einfach so. Du kannst eh nichts ändern. Ich weiß nicht, ob es immer noch drin ist. Du kannst nichts ändern seit 2 Jahren. Und der FC Kick daneben ist auch am Start. Was? Ja, beste. 99, ja. Drück doch Accept oder X oder Y oder Z auf irgendein Ding. Ja, das ist egal. Wir müssen eh warten. Egal, was ist. Was machen die denn? Ich weiß nicht, ob die irgendwie keine Computer haben, Laptop spielen oder so wie der Jens mit einer Onboard-Karte oder so. Ich weiß ja nicht. Ja, pure Katastrophe hier. Da wollen schon Qualifying und dann 25% oder wie? Oh, warte, hier ist glaube ich kein Ghost auch mehr an. Das war ja bei mir auch nie, als ich Lobby gemacht habe. Achso, jetzt müssen wir ja wieder warten. Oh, das kannst du nicht vorstellen. Ist das in die Taste 4? Ah, ist es nicht. Okay. Anscheinend ist es X. Ja, vielleicht dauert es so lange, weil manche mit Onboard-Karte spielen, Jens, dachte ich mir. Ich Alphonomeo habe ich hier. Wenn man sich jetzt runterfahren. Wie? Ich bleib weiter mit dem Curb gefahren anscheinend. Sind die Autos zumindest gleich? Hier? Mal schon, ja. Ich war halt nicht in der Lobby drin, ich hab's halt nicht gesehen. Ich war eine Sekunde in der Lobby, denke ich so. Mach mich anders hinsetzen, oder? Ich hab seit gestern mit Rechtskörper die Probleme. Ich halte irgendwie falsch was. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Ich hätte einfach so machen sollen, wie ich es kenne. Sagst du, eine Bremse komme ich gar nicht mehr zurecht, bis ich da, weil ich einmal die andere gehabt habe. Ja, dafür bin ich berühmt, Fendis, wa? P9, P9! Warte mal kurz, wie ist hier so, wenn ich hier so... Wie viele wurden disqualifiziert? Boah! Ja, du auch? Kommt die so, was ist denn mit dir? Ja, wild unterwegs. P9, P9. Eigentlich meine beste Strecke, aber ich habe mich nicht getraut, Scheiße zu bauen. Ja. 1,18, na klar. Boah. Na klar. Oh Gott, das schon wieder. Man sieht, dass es Profis sind, wenn sie disqualifiziert werden. Ey, und diese 1 und 2 haben die eigentlich einen Holz-PC? Ich weiß nicht. Oder spielen die F1 22 Mobile? Das kann ja auch sein. Das kann ja auch sein. Ich denke, müssen wir jetzt nochmal warten. Warum? Lassen wir nochmal fahren? Ne, ist mehr Spiel, ganz normal. Ei. So, see you on the track! Ah, oh, zum Glück auch kein Regen oder so ein Scheiß. Ich check halt noch nicht, warum die Tasten nicht stehen. So wie sie sind. Macht da gar keinen Sinn. Oh Gott, da ist ja niemand ready. Alle auf eine HDD. 5400 Umdrehungen. Strategie angepasst hier. So. Ja, Cheater. Oh nein, jetzt nicht übernommen die Strategie, oder? Och, F.
Also hier ist kein Ghost, muss ich aufpassen, oder was? Ich glaube nicht, ne. Also jetzt muss man mal gucken. Ey, oh, nicht Gott. Mich boxen hier. Fahr doch! Ich hab Kollision verursacht, gar nichts gemacht. Oh, ist sogar Schaden an oder was? Ich hab da Flügel gerade fliegen sehen. Wow, was ist denn hier? Safety Car ist an oder was? Oh ja, jetzt ist. Boah! Es ist wirklich Schaden an. Beim Safety Car bin ich hier mit hinten ein bisschen reingerannt. Vorne Flügel links gelb. Ey, ist das wild hier. Das sind die Profis. Aber Delta habe ich plus 5, also darf ich fahren oder nicht? Ja. Nur überholen welche. Es wird aber immer Safety Car sein, oder? Schätze ich mal. Schauen wir mal. Jetzt ist wenigstens kein stehender Start mehr. Oh, da hat sich gedreht. Ich habe Schüler vergessen. Nimm mir dann die Karte voll zu machen. Aber was ist denn das für ein Modus? Muss ich hier hinter den Safety Car fahren, Mann? Wir fahren anstatt nur 5 Runden, fahren wir 10 unter dem Safety Car, fahren wir echte 5 Runden. Ein bisschen entspannt Safety Car fahren. Manche waren in der Box. Hätte ich vielleicht auch machen sollen. Ist auch. Ich hab Flügel vorne gelb, ist das schlimm? Vorne links? Ja. Gelb geht noch, aber orange ist böse. Ich will meinen, dass es gelb ist. Scheiß Sack ist okay, muss ich nicht sagen. Wann kommt denn der Safety Car rein? Da ist ja nochmal Flügel hier, ey! Ich hab Strafe bekommen? Warum? Lol, gar nichts gemacht! Hä, wieso? Ich hab doch die richtige Position. Ich hab 5 Sekunden Strafe bekommen eben. Für irgendwas. Der ist mitten reingefahren. Wir haben beide Strafe bekommen, lol. Der ist mitten reingefahren, er und ich hab Strafe bekommen, beide. Safety Car ist ziemlich spät, du kriegst super schnell Strafen, aber du nichts falsch gemacht hast. Oh. Muss man hier Reifen wechseln einmal? Muss man einmal in die Box? Ja. Cool. Ja, gerade hat mir neue Karte geholt. Ich war eh hinten. Pass auf, dass du zu verrutscht nach der Box die erste halbe Runde. Das ist wirklich krass. Ja, aber ich hab Weiche. Muss doch nicht gehen, oder?
schauen, was du drauf kriegst, aber das ist aber trotzdem super Rutsche. Bleib hinter Chris, überhole Chris, wir warten jetzt. Safety Car in this lap. Boah, meine Füße, ey. Muss ich ja jetzt wieder dran gewöhnen, erstmal die ganzen Dinger hier. Safety Car in this lap. Was ist denn mit seinem Mercedes hier? So nervös hier, der Dark Knight. Entspann dich mal. Jetzt entspann dich doch mal. Safety Car in this lap. Hey, ich kann nicht mehr fahren. Was ist denn? Warum? Was macht ihr denn hier alle? Ich weiß nicht, ich wurde festgehalten. Ich konnte nicht mehr fahren. Jetzt drehe ich mich. Ihr macht schon Unfälle, bevor es losgeht. Ja, nee, ich konnte nichts mehr machen. Ich wurde festgehalten. Irgendwie, ich konnte nicht. Hab gar nichts passiert. Verstehe nicht, ich wurde so komisch festgehalten. Was war denn das jetzt? Ich wurde auf einmal festgehalten. War das irgendwie. Hat sich da einer in mich reingehackt oder was? Ja, irgendwie hat sich. Ich konnte nicht mehr lenken, nichts mehr. Also, ich hab da wirklich aufgepasst, war dann Platz 7, ne, die ganze Zeit auf einmal. Wollte ich lenken, gut, egal, nichts ging. Und dann natürlich mich gedreht und dann konnte ich gar nicht mehr stehen, starten. Keine Ahnung, was er da will von mir, ich kann nichts drücken, weiß nicht, welche Taste das ist. Das ist aber echt typisch Gags, ne? Also so ein Pech kann nur ich haben. Echt aufgepasst. Das erste Rennen in neuem Modus, heißt das? Echt aufgepasst. Richtig schön vorsichtig gefahren und dann auf einmal bin ich hier in der letzten Kurve und dann auf einmal konnte ich mich nicht mehr. Oh, wow. Wow, ich kann auch nicht so fahren. Also irgendwie sind die Reifen sind wild, sag ich dir. Neue? Nee, ich habe keine neuen. Ich habe noch die alten. Hätte auch reinkommen sollen, aber ich habe voll den langen Bremsweg jetzt hier. Boah, für der Crash hier. Okay, langsamer werden. Nochmal? Safety Car? Ja. Wir haben schon drei Autos da gecrashed. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Ja. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Neuen versuchen. Welche Taste? Welche Taste ist das? Was ist denn noch? Welche Taste ist das? Mann, wie soll ich denn überhaupt irgendwas ändern hier? Ich weiß nicht, welche Taste das ist. Was ist denn 9,5? Ich habe ja nur A, X, Y alles da stehen. Ich verstehe das nicht. Ich habe jetzt. Er sagt doch immer neue Strategie und so, ne? Taste 9. Was heißt denn hier 9? Testen, welche Taste was ist. Warum ist das Tastenlayout nicht so, wie es da steht? Voll F1. Ich hol mir. Ich muss dann Taste 6 drücken, oder was? Ist zu spät. LOL, ich muss da Taste 6 drücken, wenn ich bei diesem Schild bin, ne? Ja. Und ja, welche ist das? Ich habe B, A, Y und. Ich dachte, ich kann einfach einlenken. Ich bin doch. Ja, egal, das deckt mich einfach auf hier.
Und der hat den Flügel nicht gewechselt, ne? Hat er nicht gemacht. Kann man auch einstellen, ja. Aber der macht es dann, glaube ich, automatisch nur, wenn es wirklich wichtig wäre. Na gut, dann ist es egal. Irgendwas backt hier schon wieder weit rum in dem Safety Car, oder? We stay behind. Nee, passt. Passt zum Pick. Ich werde nachher mal das andere länger draufschauen nach dem Rennen. Das PlayStation-Lenkrad. Weil vielleicht sind die Buttons da drauf, weißt du? Ja. Wo ich es hier schon feier wegen den Tasten, auch hinten sind Tasten, so Backpedals, aber. Teamkollege sind im Boxengasse. Das wäre halt schon schön einfach, die Tasten drücken zu müssen, die da stehen. Ja, das wäre ganz geil. Aber ich finde diesen Modus schmarrn. Weil du hast nur Safety Car den ganzen, weil Crash gibt's immer. Ja, das mit Safety Car ist echt komisch. Das macht gar keinen Sinn, das zu fahren, weil drüben fahren wir 5 Runden und haben das nächste Rennen und wir warten hier zu mal nur Safety Car machen. Ja, jetzt fahren wir hier entspannt die Runde in dem Safety Car noch. Und dann geht's vielleicht noch die restliche Hälfte vom Rennen normal. Safety Car in the Slab. Die sind halt alle so weit weg nach dem Safety Car, das lässt du mich nicht aufholen. Ich bin erst kurz vor der DRS-Zone. So weit weg. Darf ich hier durchfahren oder was? Sind die auch oder was? Ich weiß nicht, ob ich hier fahren über, sag ich dir, wie es ist. Let's go! Energie! Oh, jetzt bockt mich die. Wow, 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 wow! Ich wurde zerstört. Wow. Mein Teamkollege hat's erwischt. Er sagte mir, es gibt keine Pläne für einen Safety Car. Ist alles okay, oder was? Wow, mir fliegen Teile ins Gesicht. Also ich sagte Dave, der Modus ist nicht geil. Dann lieber die 5 Runden und warten. So raus, oder was? Ja, ich würde es zerstört. Ich spiele keine Online mehr, das kannst du in dem Game einfach nicht spielen. Ja, wenn dann das... Wir machen einfach das Normale mit den 5 Runden, das passt schon. Da ist man geist und fertig, da fahren wir unsere Runde, gut ist. Ich habe halt ein bisschen korrigiert, ein bisschen abgebremst, habe mich einfach abgeholt. Es kam ein Fall auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car nicht rausschicken. Sei einfach vorsichtig. Da habe ich die überholt schon, oder? Was ist mit denen?
im zweiten Gang. Sind Autos zerstört worden oder was? Komplett? Hast du diese Schwarz-Weiß-Ding gehabt oder wie? Gerade ist abgebrochen. Hat sich an die Wand geschworfen. Boah. Und ich war halt der Erste. Ach so, das auch noch. Alter. Ich wäre locker in der DS-Zone gewesen. Das ist das Spiel bremst an da. Trotzdem DS, oder? Ja, okay. Gut gemacht. Damit liegst du einen Platz weiter vorn. Ich habe irgendwie so eine Linksphobie. Oder Rechtsphobie, keine Ahnung. Nee, das war mir so klar. Gex, mach doch, wie du es gewohnt bist und fahr doch vorsichtig. Ich war Zweiter und schmeiß es raus in der, ich weiß nicht, dritten Kurve. Ja, beim dritten Gang zu viel Gas ergeben sich gedreht, weißt du? Anstatt 10%, 11% und Trip. Warum sind die zwei nicht immer unsichtbar? Nee, mit der Bremse funktioniert das nicht richtig. Sag's, ich wechsle nie wieder irgendein Wheel. Ich bin einfach so immer so jetzt. Ich hör nie wieder auf. Ja, nie wieder was ändern. Warum ist denn der nicht unsichtbar? Wow. Ah! Help! Oh, nein! Er hat mich gekickt! Ja, du Bastard! Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Zum Glück haben die Mannschaften
Kein Frontflügel mehr. Oh je. Ja, ich war neben mir, hat einfach rübergezogen. Ich war wieder Pfeil um Platz 2. Ach so, deswegen, ich habe keinen Grip hier und einen Frontflügel. Ah. Wow, ich bin fast tot hier, weiß ich gar nicht. Help! Okay, ich muss dann in die Taste drücken. Taste 6, welche ist das? Die da. Ja, ich weiß nicht, welche Taste 6 ist. Wie gesagt, Menü kannst du testen, da gibt es eine Funktion bei Steuerung. Okay, mach ich dann. Da kannst du meine ganz viel drücken und dann zeigt er dir an, dass das ist Taste so und so. Ganz hilfreich. Na, oh, kalte Reifen natürlich, klar. Aber dritter Gang Halbgas zu geben ist auch schon schwer. Darfst du auch nicht machen. Du meinst, ich kann ab morgen ein iRacing fahren oder was? Dienstag? Ab Dienstag dann, ja genau. Dann könntest du ja morgen ein bisschen üben. Aber direkt rein ins Race. Fertig. Ja. Es ist ja nur, nur Internet-Racing, weißt du, es ist ja nicht Real-Racing. E-Racing. Das sehen manche Leute anders. Ein wiederkehrendes Abo. Wow, Hammer. Zeitwitz, da Gott, ich hab schon auf dich gewartet. Was geht? Dankeschön. Einfach in 5 Monaten. Dankeschön. Kuss. Was treibst du denn Schönes? Ich dachte, du kommst nie wieder. Schon gefreut, aber du bist doch wieder da. Was soll ich machen? Papa. Wie geht's denn, eures Haus? Bist du auch ein Racer? Vielleicht doch besser so als anders. Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car nicht rausschicken. Sei einfach vorsichtig. Ich verstehe nicht, warum die Buttons nicht dastehen. Natürlich habe ich das Lenkrad vom TX-Wheel. Deswegen kannst du trotzdem dastehen. Also erkennt es als das 458 GTE. Was es da gar nicht ist, oder? Ist es das? Ne, das ist das, was wir gesagt haben vorhin, was ich habe. Von dort zum 599X. Hat schon gewonnen, hä? Dann hast du bei mir gesagt, letzte Runde des Rennens kommt einer durchs Ziel. Das, was ich gefeiert habe bei diesen einen mit der harten Bremse, dass ich meinen Fuß ausruhen konnte einfach. Ganz halt draufhalten, passiert ja nichts. Du bremst ja nicht. Und hier muss ich meinen Fuß so ein bisschen mit eigener Kraft halten. Kommen wir mit dem Benzin noch aus.
P6, P6. Na, der Gotti, was geht? Ich bin durchzieht, was sagst du? P6, das Gäxle. Beste sagst du, oder? Läuft doch. Willst du nicht mehr diese 5-Runden-Dinger fahren? Gar nicht mehr? Ja, eins will ich noch mitfahren, danach bin ich eh langsam auf. Wie auf? Ich dachte, wir fangen danach heute die Koop-Karriere an, sagst du. Geht noch, doch, da. Also alleine mach ich dich nicht, wenn du mitmachst, da fahr ich dich, also. Können wir dann gemeinsam ja, in einem Team sein? Nein, nicht heute, mach mal 10 Minuten. Ey. Mal nicht ja, du kannst auch. Ja den gleichen Team machen und in unterschiedlichen Teams geht auch. Zumindest war es letztes Jahr so. Ja, habe ich bei dem Test gehört, hier ist auch so. Ja, aber schon gleiches Team, oder? Dass wir dann entwickeln und gegenseitig und machen und tun und uns helfen und so. Und hier Stallorder und so eine Scheiße. I'm faster than you. Dann geht's richtig ab. Jawohl. I'm faster than you. Let Gags pass for the championship. Genau. Leave me alone, I know what I'm doing. Don't talk to it with me in corners. Oder wie alles. Schnauze hier, so mal Schnauze hier. Ja, aber es ist schon geil, dass man hier mehr so Runden fahren muss, aber dass man Safety Car ersparen. Ja, das ist echt blöd. Bei meinem krassen Unfall haben die Marshals einfach ein bisschen was aufgesammelt und das war's, kein Safety Car. Und der Schaden ist echt hoch eingestellt, deswegen hätten sie auch ein bisschen reduzieren können. Aber es sind ja da Profis, weißt du? Es gibt da leider kein Rangsystem hier. Von alle wahrscheinlich mit Tastatur, die da mitfahren. Das war ganz krass. Mit Leertaste Gas geben. mit Leertaste Gas geben, Pfeiltaste links, rechts und bremsen, weiß ich nicht. Nie rausgefunden. Das klingt wild. Da machen wir einfach anfängerfreundlich, oder? So, wenn Dave was hat. Ja, das ist was für mich. Da kann ich mithalten. Ich sag gerade, wenn du joinen kannst, ist noch ein bisschen Zeit. Was hast du denn jetzt wieder gemacht hier mit diesem Ding? Irgendwas hast du getan. Hör mal, hier. Das habe ich noch gar nicht gespeichert hier. Twitch, Drag Race, Bank Heist. Geht das überhaupt schon? Na klar! Ein da. Ach so, warte mal. Einstellung hast du gesagt. Einstellung erstmal, okay. Wie stellt man die Ding ein, die Karte? Wo ist das? Bei Hut oder was? Ja. Und der Spiegel habe ich auch noch nicht angemacht. Ich depp. Immer noch nicht. Ja, Spiegel habe ich jetzt aber auch aktuell irgendwie aus. Hat sich irgendwie ein bisschen komisch angefühlt. Wo ist denn das? Grafikeinstellungen, Steuerung, Simulation. Wochenenddings da, Regeln, Lobbyoption, Fahrhilfen, wo ist denn das? Hilfe. Audioeinstellung. Oh Gott, das ist mit der Straße oder mit der Strecke oder so, oder das mit dem Spiegel, wo könnte das sein? Ja, warte mal, Optionen. Simulationseinstellung, oder? Nee. Normalerweise Anzeige und dann Streckenkarte. Grafikeinstellung oder was? Nee, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. EA, Audioeinstellungen, Telemetrieeinstellungen, Zugänglichkeitsoptionen. Nee, das ist es nicht. Nee, geh mal nach. Irgendwo links müsste es irgendwo sein. Simulationseinstellung. Hatten wir schon. Wochenendstruktur, Wetter, Tagesregeln und Flaggen, Fahrhilfen, Fahrhilfenbeschränkung und Lobbyoptionen. Kann sein, was nicht geht, wenn du in der Lobby bist. Okay. So eine Scheiße. Könnte daran liegen. Ah, Fahrerliste, Mathe. Ja, Mercedes ist schon ausgewählt. Ich nehm Stroll, kann ich nicht. Stroll. Was fährt denn da jetzt alles wieder hier? Ich bin ja lol. Ich hab schon wieder gewonnen. Ja, ich gewinne hier gar nichts, ey. Das ist absolute Frechheit.
Erster, schon wieder. Ja, okay, das hast du gewonnen, schau. Immerhin da war's. Habe ich immerhin nur ein bisschen Verlust gemacht. Also ich kann ja nicht mitfahren, ich kann ja nur Zuschauer sein. Ja, ist ja noch nicht soweit. Musst du nur warten. Die sind immer noch bei Sitzung endet. Jetzt müssen nur welche abhaken. Muss nur warten. Achso, die sind noch in der Session, lol. Ja, deswegen musst du warten. Oh doch, ich hab doch was gewonnen. Das ist in die Top 3 gekommen, mein Dude. Ui. Doch keinen Verlust gemacht. Aber ich war. Ich hab siebenfach abgesagt. Alter, das ist alles. Leute, das ist rigged. Das ist definitiv rigged. Der Streamer räumt alle Punkte ab. Ja, ist doch klar. Ich starte von der Pole, oder? Weil Auto 1. Was willst du denn? Ich starte immer von der Pole. Ist doch logisch. Immer von der Pole. Warte mal ab sofort. Ja, muss ja auch so machen. Gib dir mal Mühe hier. Okay, einer muss noch drücken, dann ist vorbei. Das meine ich mit diesen ganzen Verbindungen. Das ist voll random irgendwie mit der Verbindung. Das mit den Lobbys ist aber echt blöd, dass du da keine irgendwie so Matchmaking machst mit Leuten, die auch halt gerade eine Lobby suchen und nicht irgendein Lobby reingeworfen wirst, die gerade zu Ende ist. Ich glaube, das ist das Beste, das Einzige, wo er mich jetzt reinbringt, wo ich nicht zu lange warten muss, oder? Ich kann mir vorstellen, dass nicht viele dieses Freundschaftsrennen fahren, die wir hier schon fahren, sondern wenn dann Leute Multiplayer fahren, dann ändert das Matchmaking-Ding wahrscheinlich machen, also das Ranked. Jetzt ist Mexiko. Qualifier macht dich bereit. Jetzt kannst du joinen. Ah ja. Schnell ein Auto wählen. Soll ich ihn nehmen? Komm, ich nehme Mick. Quick Mick. Quickie Mickey. Ich habe heute Punkte geholt, also. Bist du irgendwas Cooles gefahren oder was Krasses? Oder? Nee, du bist erst nach Hause gekommen, gell? Vorher, vom Racing, vom Rennen. Ich bin heute nichts gefahren und gestern auch nichts. Weißt du, okay, ich auch nicht. Nur kurz halt mit Controller. Und bisschen mit dem Fanatic da. Ja, weiter als meine ersten drei Rennen bin ich in der Karriere noch nicht gekommen. Das macht ja nichts. Das ist ja nicht schlimm. Machst du damit Lenkrad? Ich habe halt, das Abo. Ja, wow, ich hab Hammer. Nur 16 Rennen Karriere eingestellt. Ich habe keinen Bock auf 22 Rennen. Das dauert ja ewig. Du bist ja nie fertig. Ja, reicht doch. 50% Rennen. Yo, Wudu, für 2 Monate. Dankeschön. Vielen Dank für den Support hier. Echt geil. Einfach, da wurde mal der 22. Der anderen 21 hat er gekillt, schätze ich mal. Also, macht mir zwar Angst, aber wird schon passen. Das ist bei iRacing, wenn der Name doppelt ist, kommt die Zahl hinten dran. Also gibt es 21 andere Voodoo-Mans. Ist das zum Glück bei Twitch nicht so? Quantiso hat schon geladen. Ja, ich hab Speed. Was fahren wir denn? Mexiko? Ach, Gottes Willen. Okay. Oh, Mann. Ist schon wieder 2:15. Ey, oh mein Gott. Nee, 1:15. Okay, alles gut. Ich dachte schon, es ist eine Stunde später. Ja, bisschen spät heute, aber. Viel Werkeln bei eBay. Wurde gebannt? Was? Okay. Ach so, Udo. Xentran kann mein Rallye-Lenkrad leider nicht köfen. Ach, wir den Knopf wollen nicht so machen. Weil, also 4 ist schon mal die X-Taste. Es gibt einen richtigen Adapter für das Simric, was er hat. Jetzt hat das Rallye-Rankler geholt. Justin TV damals. Ui, damals habe ich auch gestreamt, 2011, auf dem Weg in Stuttgart von der Porsche Arena zum McDonald's. Habe ich gestreamt, ja, mit meinem Handy. War mein erster Stream. Mit meinem S2. Kann nicht. Die Qualität war bestimmt geil. Ja, habe ich damals für meine Freundin halt, damit ich der Quatsch und ein bisschen zeigt, wo ich bin, weil sie nicht dabei war. Achso. Porsche Arena beim Tennis damals. Achso, nicht McDonald's, sondern Kentucky Fried Chicken, genau. KFC Bashed. Da hab ich sie in die Beete titten. Oh.
Oh. Alter, was sind die Körbse glatt? In der Innenbahn. Weiter lang, Gottes Willen. Ja, links, rechts, hast du schon rechts, links. Erkennst? Oh, 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 das kann ja nicht sein. Das Heck kommt so krass, Mann. Was ist denn das? Wenn das Ding im Controller ist, das Auto fährt nicht immer da lang, wo ich will, dass es hinfährt. Das bei mir Lenker aber auch so. Also. Was hast du denn gemacht? Warum wurde das gebannt? War das gerechtfertigt oder was hast du getan, Wudu? Und warum 33? War das irgendein Alias von dir, den du immer nutzt? Welche Strecke kommt nochmal bei Irazing? Vergessen. Laguna Seca. Ach, okay. Das könnte ich ja wirklich üben. Wie? Hä? Warum ist der erste mit keiner Zeit am schnellsten? Ja, weil du noch nicht geladen hast, das ganze Bild. Bei mir bist du nicht fertig. Der Film war schuld. Der hat keine Rundenzeit. Der ist ja gecheatet, glaube ich, tatsächlich. Meinst du? Ja, der ist keine Rundenzeit gefahren, hat Pole. Alle anderen mal 1,19 bis 1,25 Rückstand. Vielleicht hat das Spiel nicht realisiert oder so, oder? Ist nicht? Oder cheatet. Aber ich glaube, es liegt ja am Spiel wahrscheinlich. Ach so, Copyright deswegen, okay, okay. Oh Gott. Okay, kein Schaden, das ist schon mal gut. Das ist kein Schaden, das sind alle Geist, also ist egal. Nur das mit dem Geist verwirrt mich auch, ich sehe halt nichts vorne, wenn alle in mir stecken oder links, rechts irgendwo sind. Du siehst echt nichts mehr. Einfach RIP. Aber wenn überall Autos wären, würde ich auch nichts sehen, also. Aber dann, das wird ja nicht gehen. Da ist ja welcher kaputt. Wieso heißt der eine 1 Euro Xbox Pass? Ja, weil der erste Mal 1 Euro kostet. Ja, ich hab dann auch geholt den Game Pass 1 Euro. Ach, ich wollte Ninja Turtles noch spielen. Scheiß drauf, Mann, schmeiß weg. Ja, bist du eh schon mit dem Controller geübt jetzt? Ja. Aber ich hatte kurz Angst, dass wir nicht ghosten. Oh, und ich verpeil den Start irgendwie dauernd. Keine Ahnung. Wenn ich alleine so fahre, geht das aber so. Start war in Ordnung, lass uns versuchen vorzurücken. Ich bin Vorletzter. Bin ich gut. Gott, die Strecke mit Controller ist echt ekelhaft. Diese ganzen schnellen Kurven da. Vom Stadion? Ja. Ist das Baseballstadion oder ist das Footballstadion? Schon Baseball, oder? War Baseball, ja. Hab ich richtig erzählt letztens. Boah, der ist wieder abgeflogen. Grüne Flagge. Alle schon das bessere Fahrer sein hier. Ich fahre schon sehr, sehr vorsichtig langsam, aber komm nicht ran an die.
Ich war aber wirklich defensiv. Wow! Hä? Nein, wieso blankt er nicht gelenkt? Jetzt bin ich wieder Vorletzter. Also ich hab dieses Pech, Mann. Aber gut. Ich werde erstmal nichts mehr ändern. Und dann geht es schon. Ich hab noch diese Strecke geübt, 10 Runden, Mann. Muss doch reichen. Hat schon. Fährt denn er immer lang? Nee, jetzt kommt der... Oh, leck mich. Oh, Mann. Ach, Dave, ich hab so Pech immer. Oh, Gott, Dave. Ich übe und übe und übe und hab so Pech. Dann komme ich auf einen Curb, den ich noch nie irgendwie getroffen habe oder so. Ich meine, jetzt bin ich ja wirklich voll durcheinander mit wieder dem Ding und alles. Ich kann mich ja nicht mehr erinnern, wie ich jetzt fahren soll, aber... Komm jetzt... Ich komme dann irgendwelche Sachen, mache ich, die ich weiß nicht. Wieso passieren dann im Rennen irgendwelche Sachen? Ich hab, hey, ich fahre Zeitrunden, 100 Runden und dann kommt mir das im Rennen und ich mache was ganz anderes. Und hier komme ich um die Kurve. Dieses Spiel frustriert mich Tag für Tag immer mehr, sage ich dir. Und dabei ist es eigentlich mein Lieblingsspiel so, was es angeht. Aber ich muss sagen, es ist ultra hektisch. Zu fahren hier. Oh ja. Du musst so schnelle Bewegungen machen. Der Mittelsektor macht mich fertig. Oh, lenk doch Auto! Das Ding ist ein Controller, der lenkt halt nicht so schnell, wie ich halt umsetzen will, ne? Das ist halt ein Problem. Macht der ja schneller bei Controller eigentlich, oder? Ja, der lenkt halt nicht so voll speed nach links und rechts halt so. Steh ich nicht, Alter. Genau. Aber. Oh. Also morgen nochmal Hardcore-Training. Jede Strecke nochmal 20 Runden üben. Außer Miami, Aserbaidschan nicht und alle anderen, die ich nicht mag. Krass, einfach letzter mal, einfach letzter. Also ich hatte diesen Platz gebucht, die erste Woche im Automobilista 2, ich habe mich damit abgefunden. Hab dann ein bisschen gekämpft, dass ich nicht mehr letzter werde. Fand's auch okay und dann jetzt wieder. Du doch nicht vorstellen, du kannst doch nicht sagen, dass ich eben, dass ich im dritten Gang 10% Gas gebe und ich drehe mich, obwohl ich nichts mache. Das kann doch einfach nicht sein, diese scheiß Hure, Mann. Ich hab, es kann nicht sein. Boah, ich leg mich auf, Mann. Das kann ja nicht sein. Wie unkontrollierbar ist denn das jetzt hier? Geprügelt ist das Ding. Aber so stabil, das passiert nichts. Kann doch nicht sein, Mann. Ich konzentriere mich, ich halte ruhig, ich versuche und das ist trotzdem so jetzt so schief. Ich verstehe das nicht.
Ich zeig dir mal, wie ich Gas gegeben habe. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das? Am dritten Gang, Alter. Am dritten Gang mit ganz bisschen Lenken. Schau mal, ich habe so und dann habe ich so Gas gegeben. Was ist das? Schau mal, so und dann so. Schau mal, so die zwei Abstände. Schau mal, im dritten Gang ganz langsam. So, mehr habe ich nicht. Vielleicht so, so, das ist es, war's. Das war's. So ganz leicht. So ein Körb berührt? Was ist denn das? Der Körbs, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Dritter Gang und dann so und dann ganz langsam. Damit drehe ich mich schon wieder. Fuck. Ding so geprügelt, also ich habe mich fest aufgeschlagen. Es wäre zerbrochen. Ich habe einfach nur, ne? Das Ding ist einfach so massiv, dieses Plastik, Alter. Katastrophe, dieses original Lenkrad. Dagegen boxen. Ja, einfach mal so ein bisschen boxen halt hier. So Liebesschläge. Wenn ich da drauf geboxt hätte, dann wäre es zerbrochen. In meiner Hand auch. Aber ich tue mir ja nicht weh mit so einer Scheiße, ey. Aber gerade trotzdem irgendwie genervt, was das angeht. Ich bin mittlerweile, wenn ich fahre, jeden Tag nur noch genervt. Das ist traurig, weil wenn ich zu oft genervt bin, dann habe ich keinen Bock mehr auf das. Kennst du das, wenn du etwas machst und zu oft genervt bist? Ja, das nennt man zum Beispiel irgendwie so Counter-Strike-Spiele oder sowas. Und du weißt, ich habe mich echt hingehockt 4 Wochen, jeden Tag geübt, wie so ein Blöder, dass ich jetzt hier so eine Scheiße mache. Verstehst du, was ich meine? Ich habe wirklich geübt, ich habe mich ich habe Tabletten genommen, ich habe geübt jeden Tag, Mann. 10, 12 Stunden, wie so ein Beschissener. Manchmal auch nur 3 oder 4, aber. Und dann sowas? Krass. Aber immer wieder jetzt. Aber es ist ja jetzt okay. Aber ich habe trotzdem. Kann man einen Lenkrad gewöhnen erstmal. Ja. Und ein Spiel, zwei Spiele. Die Pedale sind so locker, Alter. Die sind so krass. Aber das ist genau das, was ich brauche, so eigentlich erstmal. Ja. Ich mach mir TCS an, ABS an, LMA an, MFG. Machen wir alles an. So. Und du bist raus, sagst du? Jo, ich bin's raus. Musst du morgen aufstehen früher? Ja, ich muss um 8 raus. Oje. Deswegen sollte ich langsamer Richtung. Ja, aber du bist doch noch jung, du kannst um 5 ins Bett. Das ist ja kein Problem. Bei dem Alter, ja, wenn ich. Bei dem Alter bin ich um 6 ins Bett. Ich merke das jetzt schon. Das haben wir auch heute Morgen festgestellt. Man merkt, dass man jetzt schon ein bisschen älter ist als noch mit 18. Das ist noch nicht krass viel älter. Aber mein Freundeskreis ist jetzt auch so wie ich, alle so um die 23 rum. Alle so, ja, 22, 23, so wie ich. Und wir merken aber trotzdem schon, dass wir nicht mehr 18 sind, so wenn wir so eine Geburtstagsfeier machen. Was soll ich denn sagen mit 42? Weißt du, früher, da hast du getrunken mit 18, nichts am nächsten Morgen. 2 Stunden Schlaf, easy. Stehst auf, kein Kater, nichts. Okay, was jetzt das Trinken angeht, ich kann trinken, ich spüre nichts, weil ich so viele Tabletten gewohnt bin. Also, das ist natürlich auch geil. Das ist egal eigentlich. Ich habe über 10 Jahre nichts gesoffen. Ich habe letztens zum Geburtstag habe ich getrunken, so eine Flasche. Was war denn das? Was habe ich getrunken? War jemand hier von denen? Ich habe vergessen, wie das heißt. Ich muss nachgucken. Irgendeine Flasche getrunken mit 40% oder irgend sowas. Oder was war das? 30, 40? Nicht ganz, aber so halb. Und es war egal. Und weil ich einfach starke Tabletten gewohnt bin. Nee, habe ich nicht eingemalt, Wudo. Tut mir leid. Ja, Jens, bis 35 habe ich Gott sei Dank noch 12 Jahre. Oder 11,5. 23 bist du bloß mal, bist du voll jung. Krass. Einfach lieblos hingeschissen. Weißt du, also ich habe schnell gemacht, Wudo. Ich musste das alles schnell zusammenpacken und dann kann ich es dann bereit machen zum Abholen. Ja, ich gebe es auch nicht ab, ich kann das ja nicht. Komm ich auch ein Paket? Irgendwas? Was willst du denn haben? Autogrammkarte oder sowas. Autogrammkarte. Ja, ich von dir, weil du bist doch der Racer. Ich schick dir eine zurück. Ja, okay, mach mal. Oder verlose ich deine oder verlose meine? Ja, geht doch. Guck mal, win-win. Ja, beste. Ja. Und Chance hat einen Versand. Von, keine Ahnung.
Und der soll erstmal AC und einen Automobilster kaufen. Ja, das geht doch nicht. Nein! Oh, fast, okay. Ey, dieses Hack, ne? Vielleicht mache ich mir doch TCS an. Spaß doch im Spiel.